Willkommen bei Block Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Und heute geht es wieder um IOTA und zwar den Vergleich zum Bitcoin. Und wir klären heute die kontroverse Frage: Wird sich die Geschichte wiederholen? Wird IOTA zum nächsten Bitcoin? Alle Antworten in diesem Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Super, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ich dich begrüßen darf. Heute wieder zum Thema IOTA und heute mal nicht unbedingt, ob die Kurse steigen oder nicht. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt darauf eingehen, welche tollen neuen Projekte oder Partnerschaften eingegangen werden. Wir werden es natürlich ganz kurz erwähnen, aber der Hauptaugenmerk heute wird darauf liegen, die Entwicklung von IOTA mit der von Bitcoin zu vergleichen und ob die Chance besteht, dass sich die Vergangenheit vielleicht nicht wiederholt, aber ob sie sich reimt in Bezug auf das Problem, was diese Kryptowährungen lösen. So, wir schalten da ganz kurz mal um. Wir sind hier auf der offiziellen Seite, IOTA.org, org.org für Organisation. Immer mal wieder ein Blick wert, unter anderem auch der Blog. Hier zum Beispiel wird der Marketplace vorgestellt, das Herzstück tatsächlich für den Endkunden und für die Industrie. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das werde ich dir selbstverständlich am Ende dieses Videos auch nochmal verlinken. Also schau dir am besten das ganze Video an, dann brauchst du einfach nur draufklicken und gelangst direkt zum Video. Dann zum Beispiel die Chronicles, auch das habe ich dort beschrieben, was das ist, diese Permanode, warum das so wichtig ist, also quasi den Zugang zu den Daten. So, wir switchen jetzt nochmal um. Und zwar sehen wir hier eine Infografik. Die Zahlen sind eigentlich gar nicht so wichtig, sondern das Wichtigste, was man hier mitnehmen muss, ist, dass quasi Konnektivität unserer Geräte oder die Geräte, die mit dem Internet verbunden sind und über das Internet kommunizieren, sprunghaft ansteigen. Jetzt können wir hier gerne auch nochmal switchen und es wird immer beliebter. Du siehst hier Produkte wie Funklautsprecher, Fitness-Tracker, also ungefähr hier sowas, so ein Ding. Smartwatches, Connected Cars. Ich hatte ja schon mal ein Video, das kann ich dir auch am Ende des Videos verlinken, zum Platooning. Was das ist, erfährst du dann da, auch von IOTA. Kameras. Mittlerweile sogar Spiegelreflexkameras, also nicht nur das im Handy, haben Internetverbindungen, vernetzte Haushaltsgeräte, also Smart Living ist ein riesengroßes Thema, smarte Beleuchtungen kennst du bestimmt, wobei da gab es auch schon wieder den Skandal vor einem Jahr ungefähr, dass man die relativ leicht dann auch übernehmen kann. Oder smarte Thermostate, die dann erkennen, wenn du innerhalb eines Bereiches bist, über GPS, dass dann zum Beispiel im Winter automatisch die Heizung hochgedreht wird. Und das sind alles Anwendungen, die IOTA in Zukunft lösen kann. Für dich noch ganz kurz, was du hier siehst, ist quasi die Blockchain von IOTA. Das ist nämlich keine Blockchain, sondern es ist ein Tangle. Aktuell noch teilzentralisiert durch die Koordinatoren. Im Laufe von 2020 wird hier der sogenannte Coordicide geplant oder ist geplant. Das heißt, diese Koordinatoren werden aus diesem Netzwerk entfernt und dieser Tangle, wie du hier siehst, ich kann ein bisschen rauszoomen, ich finde diese Ansicht genial, hier tangle.glump oder glump.de, da kannst du dir das auch nochmal angucken, ein paar Statistiken hier angucken von den Transaktionen. Hier siehst du quasi diese Daten, die auf diesem Tangle gespeichert sind und wie sie denn eben funktionieren. Und was hat das Ganze jetzt mit Bitcoin zu tun? Ich habe versucht, mich kurz zu halten. Jetzt vergleichen wir das Ganze eben mit Bitcoin. Bitcoin 2009 begann das Trading damit. Die Idee von Satoshi Nakamoto, ob es jetzt ein Mann ist, eine Frau oder eine Organisation, und nicht Craig Wright, also Fake Toshi. Das Problem, was hier gelöst werden sollte, wir erinnern uns, 2008 war das Jahr der großen Finanzkrise. Alle Kurse sind eingebrochen, seitdem steigen wir und seit ungefähr 2 Jahren gibt es
viele, viele Wirtschaftsanalysten, die den nächsten Crash vorhersagen, der eigentlich schon hätte längst eintreten müssen, aber irgendwann mal werden diese Leute wahrscheinlich auch recht haben. So, oh, guck, hier passiert auch was, wir können ein bisschen zoomen, dann sehen wir ein paar mehr Details, dann siehst du schon, wenn neue Transaktionen hinzukommen. So, also das große Problem war, Geld zugänglich zu machen, und zwar für jedermann und ohne, dass es irgendwie kontrolliert werden kann oder Transaktionen unterbunden werden können. Das heißt, ein Zahlungsverkehr, der komplett autonom ist. Sicherlich mit dem Proof of Work, der zur Verfügung stehen muss, dem Einzelnen. Das heißt, das Bestätigen dieses Netzwerkes haben wir doch so eine Tendenz, dass der mit der meisten Hash-Power auch das Recht hat, beziehungsweise sobald eine Zentralisierung eintreten sollte, diese 51%-Attacke, das heißt, wenn eine Mining-Farm bis zu, was passiert denn hier, wenn eine Mining-Farm so viel Hash-Power aufbringen könnte, dass sie 51% der Hash-Leistung im gesamten Netzwerk darbringen könnte, könnte sie auch die Blockchain umschreiben. Ob sich das lohnt, ist eine andere Sache, aber Potenzial besteht. Und aber der Grundgedanke war einfach, keinen Menschen mehr auszuschließen. Du kennst bestimmt dieses Slogan Bank wie ein Bank. Das heißt, du brauchst eigentlich nur eine Wallet mit einem Public Key, den du weitergeben kannst, und schon kannst du Geld senden und empfangen in Form von Kryptowährungen. Das ist super. Und hier kommt der Tangle ins Spiel. Denn Bitcoin hat diesen Bedarf quasi gedeckt oder eben dieses Problem erkannt und auch gelöst. Ist jetzt mehr oder minder, also die Preise, die jetzt aufgerufen werden, sind natürlich spekulativ und eben in die Zukunft gerichtet. Das heißt, man sagt, die Blockchain wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und hier greift der Tangle an oder beziehungsweise IOTA. Wenn wir uns nochmal kurz zurückerinnern, wir haben hier gesagt, wir haben hier ein exponentielles Wachstum, was den Bedarf oder den Einsatz von Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, angeht. Und hier sind so ein paar Beispiele, die auch immer mehr werden, wo denn reguläre Dinge in unserem Haushalt plötzlich doch verbunden sind, vernetzt sind und auch mit dem Internet dann eben verbunden sind. Denn smarte Beleuchtung, früher gab es Glühbirnen. Fertig aus. 80% Verlustleistung oder sogar 90%. Das heißt, eigentlich war es eine Heizung, die Licht abgegeben hat. Mittlerweile energiesparend und auch vernetzt über WLAN auch. Smart Living hatten wir hier auch nochmal erwähnt. Und das ist das Problem, was hier der Tangle oder IOTA eben angeht. Das heißt, unsere Welt wird immer digitaler und momentan befassen wir uns noch mit solchen Ansichten. Das heißt, wir sehen hier den Tangle, wie er wächst. Wir befassen uns mit dem Marketplace, wir befassen uns, wie denn zum Beispiel Transaktionen hier in dem Tangle validiert werden und so weiter. Und welches Potenzial dahinter steckt, was mich eigentlich zu diesem Video bringt, ist die Tatsache, ich bin Informatiker und also vom Beruf bin ich Informatiker, Softwareentwickler, und mir ist eine Sache aufgefallen vor kurzem. Wenn man sich mit IT-Lern, die schon in den 80ern oder 90ern tätig waren, auseinandersetzt, oder beziehungsweise Leuten, die technikaffin waren, so die ersten PCs besessen haben oder noch früher eben Atari oder noch früher eben Computer besessen haben, dann wird eins klar. Diese Menschen kannten sich sehr, sehr gut mit der Technik aus. Also es ist nicht so wie heute, dass man sagt, ja gut, ich nimm ein RJ45-Kabel, ein LAN-Kabel, stecke es irgendwo rein, mach mein PC an und schon habe ich Internet. Oder ich rufe bei meinem ISP an, bei meinem Service-Provider und sage, ich brauche eine neue Box, dann kriege ich eine Box, schließe die an Strom an, mache ein paar Kabel und schon läuft das Ganze. So war es nicht. Ja? Also zum Beispiel früher den Akustikkoppler gab es, damit musste man dann auch speziell quasi über, in Deutschland auch noch illegal, sich über die Telefonleitung in sogenannte Mailboxen einwählen und dergleichen. Und ihr merkt schon, das klingt irgendwie wie aus einer ganz anderen Zeit. Und genau deswegen könnte es sein, oder gehe ich davon aus, dass IOTA hier den Weg von Bitcoin gehen wird, nachdem eben die Koordinatoren durch den Coordisite entfernt werden aus dem Netzwerk, haben wir hier ein komplett autonomes Netzwerk. Das heißt, auch im Sinne von Satoshi Nakamoto kann hier jeder mitmachen. Und das Ganze funktioniert von alleine.
Zusätzlich wird dann hier auch noch gewährleistet, dass wir ohne Gebühren unendlich skalieren können. Und je größer dieser Tenge wird, desto sicherer wird er auch. Das heißt, wir haben hier quasi alle Vorteile vom Bitcoin, Bank wie unbanked, plus eben die revolutionäre neue Technik des Tangles, der dann eben für das Internet der Dinge, die Vernetzung, die uns ins Haus steht oder schon da ist, gewappnet ist. Das heißt, in 5 oder 10 Jahren, wenn wir uns dieses Video hier nochmal gemeinsam anschauen werden, werden wir vielleicht sagen, so ja, damals war das alles noch sehr technisch, wir haben uns hier lustige Grafiken angeguckt und heutzutage ist IOTA mit dem Tangle einfach allgegenwärtig und sogar der Industriestandard. Wie siehst du das? Komm in meine Telegram-Gruppe, die du natürlich auch in der Videobeschreibung findest. Lass einen Daumen hoch da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Lass ein Abo da, um keine IOTA-Themen mehr zu verpassen oder Bitcoin-Chart-Analysen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du hilfst, diesen Kanal größer zu machen, wenn du ihm dieses Video und diesen Kanal deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!